Mit der HomeTalk-App der Telekom machen Sie aus Ihrem Tablet sogar noch ein Telefon zum Freisprechen. Ich gehe jetzt hier auf die einmalige Einrichtung. So, nachdem ich die HomeTalk-App hier eingerichtet habe, stehen mir hier verschiedene Funktionen zur Verfügung. Zu einem mal die Anrufliste, die ist jetzt leer, weil ich bisher die App nicht genutzt habe. Ich habe hier die Tastatur, um eine Rufnummer einzugeben, um mit dem Telekom Puls zu telefonieren, letztlich über Mikrofon und Lautsprecher als Freisprechtelefon. Ich habe hier meine Kontakte, die er sich aus dem Telekom Speedport Hybrid Router zieht. Und ich habe hier in den Einstellungen, kann ich noch auswählen, über welche meiner Rufnummern vom IP-Anschluss ich abgehend telefonieren möchte. Ich kann hier noch eine Sperrliste aktivieren und andere Funktionen nutzen. Ja, wenn ich zurückgehe, nachdem ich die App jetzt einmal eingerichtet habe, sieht die Kachel etwas anders aus. Ich habe hier einen grünen Button und den Hinweis keine Anrufe. Wären jetzt Anrufe in Abwesenheit gewesen, würde er mir die hier anzeigen, auch mit dem Icon wie viele Anrufe in Abwesenheit. Und dann könnte ich das hier in der HomeTalk-App alles einsehen. Hier steht mir die Sprachbox Pro zur Verfügung, also der digitale Anrufbeantworter im Netz der Telekom. Ich gehe jetzt hier in die erstmalige Einrichtung und hier kriege ich ein paar Hilfefunktionen, Begrüßungstext und so weiter. So, ich bin jetzt hier in der Sprachbox Pro eingeloggt mit meinem T-Online oder Telekom Festnetz-Account. Habe jetzt hier verschiedene Funktionen an der Seite. Zum einen mal Nachrichten, das sind also die ganzen Nachrichten, die in den letzten Tagen hinterlassen wurden. Ich sehe jetzt hier an dem Symbol 1, dass eine neue Nachricht dabei ist, die ich bisher nicht angehört habe. Ich könnte hier eine persönliche Begrüßung für meinen Anrufbeantworter einrichten. Habe hier verschiedene Einstellungen wie Rufumleitung, dass ich sagen kann, sofort Rufumleitung auf mein Handy oder nach 20 Sekunden oder bei besetzt. Und hier noch verschiedene weitere Informationen zur Sprachbox, Hilfe zur Einrichtung und so weiter. Wie gesagt, das ist der digitale Anrufbeantworter im Netz der Telekom. Einen physischen Anrufbeantworter brauchen Sie damit faktisch nicht mehr. Nachdem ich die Sprachbox einmal eingerichtet habe, auch hier auf meinem Homescreen, sehe ich jetzt hier eine neue Nachricht inklusive der Rufnummer. Ich kann hier dann auch scrollen und sehe dann hier die verschiedenen Anrufe und kann dann auch direkt auf den Anruf draufgehen, um mir die Nachricht nochmal anzuhören. Auch auf das Telekom Mediencenter habe ich mit dem Puls Zugriff. Ich bin hier einmal rein, zum Beispiel auf Fotos. Kann ich hier die Fotos, die in der Telekom Cloud gespeichert sind, aufrufen, öffnen. Wie gesagt, das Ganze liegt ja in der Telekom Cloud sicher, kann dann Zugriff überall weltweit mit dem Tablet nehmen, über das Mediencenter. Hier oben habe ich die Telekom Mail App, da sehe ich auch unten direkt, hier ist eine Mail drin ist. Wenn hier mehrere wären, könnte ich auch durchblättern, kann entweder direkt in die Mail reinspringen, oder gehe hier in das normale Postfach, habe hier meinen Posteingang, Entwürfe, gelöschte Elemente. Also kann ganz normal hier E-Mails schreiben, empfangen, ohne meinen Computer anzuschalten. Also auch das sehr einfach über das Puls. Ich möchte Ihnen hier die Smart Home Funktion zeigen, zusammen mit der Smart Home Base, die ich installiert habe. Ich habe hier schon die Einrichtung mit meinem Login vorgenommen. Ich kann hier jetzt zum einen die Situation schalten, anwesend oder abwesend, also ob Alarmsystem an oder aus ist. Oder wenn ich oben links auf Smart Home klicke, dann gelange ich in die App, die entsprechend eingerichtet ist. Habe hier zum Beispiel meine Situation, da kann ich zum Beispiel sagen, wann Licht wo angeschaltet werden soll. Oder ich habe hier meine Smart Home Fernbedienung mit den verschiedenen Räumen. Ich sehe zum Beispiel im Bad, der Wassermelder ist trocken und das Fenster ist zu. Oder hier, ich bin jetzt im Garten, ich gehe jetzt hier auf meine Netzwerkkamera, um zu gucken, was im Garten gerade los ist. Man sieht hier mit Restlichtverstärkung, alles in Ordnung. Ich kann mit meiner Smart Home App auch Geräte schalten, wie hier zum Beispiel die Lampe, die sich hinter mir befindet. Die habe ich über eine Schaltsteckdose mit Smart Home verbunden. Auch Rauchmelder, Bewegungsmelder. Also hier Rauchmelder Küche ist funktionsbereit und hat keinen Alarm. In der Küche ist das Fenster zu. Und viele weitere Funktionen lassen sich mit dieser App über das Telekom Puls bedienen. Verschiedene Telekom-Apps wie Kundencenter, Online-Manager, DSL-Hilfe, wenn es mal Probleme mit Ihrem Anschluss gibt, wird da vielleicht eine Lösung für Sie gefunden. Ja, Fazit, das Telekom Puls ist letztlich für die gesamte Familie geeignet, egal ob für jung oder für alt. Das Gerät gibt es günstig zum Magenta-Zuhause-Tarif zu bestellen, auch für Bestandskunden. Zu Preisen finden Sie Infos auf unserer Webseite.